Mahlzeit herzlich willkommen beim Radio Video Magazin in einem neuen Video unsererseits. Wir sitzen in den Büros von Aufwind Rides und sind natürlich mal wieder mit Lutz Beier hier. Und es gibt ein kleines Update. Wir haben ja vor kurzem ein Video gemacht für eine neue Attraktion nächstes Jahr, die ihr eröffnen werdet. Und ihr habt ja wieder mal ein neues Produkt quasi am Start. Warum sind wir hier? Genau, wir launchen ja nächstes Jahr im Sommer der Scotland Yard Ride im Ravensburger Spielland. Und da brauchen wir ja ein autonom fahrendes Fahrzeug, was frei auf der Strecke sich bewegt. Und das, was wir vorhin gefahren sind, ist unser Prototyp da dazu. Und man sieht ja schon, er läuft schon ganz gut. Also das ist jetzt quasi so diese Grundentwicklung, was müssen wir vielleicht anpassen, damit das so funktioniert auf den Strecken, die wir dann später fahren werden? Wir haben jetzt hier natürlich auf unserem Gelände jetzt eine sehr harte Strecke mit kein geteerter Belag, reiner Rasen, unheimlich viele Verwindungen vom Fahrzeug und so weiter. Und unser Ziel war einfach, ein Fahrzeug zu bauen, was das alles gut schafft. Und das tut es jetzt mittlerweile. Und dafür ist es optimal, weil das Scotland Yard Track wird einfacher sein wie der hier, deutlich einfacher. Und dadurch können wir sicher sein, dass das Fahrzeug das auch gut schafft. Dieses Fahrzeug, ist das jetzt ein spezielles einmal für eine Attraktion nur gebaut oder kann ich ja alles individuell, wie ich es brauche, drauf haben? Und was kann das Fahrzeug eigentlich? Also wir haben jetzt versucht, mit dem Fahrzeug eine neue Plattform zu schaffen, mit der wir quasi alle möglichen Bedürfnisse, die vielleicht noch kommen könnten oder die sich daraus ergeben, abzubilden. Also das Fahrzeug fährt jetzt bei Ravensburg mit einem Lenkdraht. Einfach aus dem Grund, weil wir in diesen alten Kanälen vom Rafting so knapp fahren, dass wir einfach eine sehr, sehr hohe Präzision brauchen. Wir fahren auch sehr schnell und daher funktioniert es einfach nur zuverlässig mit dem Lenkrad. Aber wir können auch eine GPS-Lenkung oder mit dem Lasersensor oder wie auch immer ganz viele verschiedene Dinge auf das Auto aufgleisen. Wir können das Auto jetzt aktuell bei Ravensburg fährt mit 6 Sitzplätzen. Es wird jetzt noch eine Variante geben, die ist auch schon bestellt vom anderen Kunden. Da fahren wir mit 8 Sitzplätzen, also 2 Sitzbänke mit je 4 Personen. Und es gibt auch schon Anfragen, dass wir mit 12 und 16 Leuten in Autos fahren können, weil diese Plattform kann pro Achse 3 Tonnen tragen. Wir haben 90 PS elektrischer Antrieb drauf, mit aktuell einer Besetzung von 1:47, das heißt maximale Geschwindigkeit zwischen 20 und 25 km/h. Da kann man sich vorstellen, mit dieser Leistung kann man schon einige Leute auch sehr steile Hänge hoch und runter fahren. Genau. Und deswegen ist das unsere Standardplattform, soll es werden, unsere allgemeine Plattform, mit der wir eben verschiedene Dinge bauen können. Das heißt jetzt ein selbstgesteuertes Traktor-Ride oder das heißt Jeep-Safari oder eben dieses Verrückte, was wir jetzt gerade in Scotland Yard bauen, ja, mit Indoor-Outdoor. Und ich glaube, da ist selbstverständlich, dass Licht, Sound oder irgendwelche andere Effekte verbaut werden können. Wir haben jetzt schon ganz viel bei diesem ersten Auto, was wir jetzt ja im Januar dann auch komplett fertig haben, drin. Also wir haben Buttkicker unter den Sitzbänken drunter, wir haben Sound in den einzelnen Sitzen drin. Wir können Dufteffekte in das Auto einbauen, haben jetzt bei Scotland Yard nicht, weil da machen wir es anders, aber es ist im Prinzip vorbereitet. Wir haben Beleuchtung im Auto, Beleuchtung unterm Auto und natürlich Frontscheinwerfer, Heckscheinwerfer, alles, was das Herz begehrt. Das hupt auch, hat auch Fahrgeräusche, geschwindigkeitsabhängig. Ja, also ich glaube, wir haben alles drin, was man so heutzutage, was am Einfall, was man einbauen könnte. Wie weit seid ihr so in der Entwicklung und wie sind so die nächsten Steps, bis wir alle was Fertiges sehen werden? Also, das Fahrzeug fährt jetzt eigentlich schon ganz gut. Wir sind eigentlich jetzt mit den großen Tests soweit durch, sodass wir jetzt anfangen, das Fahrzeug final fertig zu konstruieren. Das ist auch eigentlich auch schon getan, sodass wir wahrscheinlich im Januar das erste fertige Fahrzeug für Scotland Yard fertig haben. Viele andere Dinge sind auch schon konstruiert. Wir sind seit dieser Woche fertig mit Auffüllen Ravensburger. Das heißt, wir fangen an, für die ganzen Fundamente nächste Woche auszuheben, sodass die Halle wahrscheinlich noch vor Weihnachten aufgeständert wird. Dass wir wahrscheinlich Januar, Februar das Gebäude fertig haben und einige Teile des Tracks fertig sind, sodass wir dann da zügig weiterkommen. Genau, das ist jetzt aktuell die Planung. Ja. Mega spannend. Wir haben ja da einige Attraktionen drin und da sind auch vieles schon konstruiert und vieles schon im Musteraufbau, sodass wir aktuell vom Zeitplan her jetzt nicht schlecht liegen. Ja.
Mega spannend. Ich freue mich. Seid gespannt. Es geht bald hier weiter.